Hi Imkerfreunde, in diesem Video werde ich euch erklären, wie wir die Nordwabe, wie ich sie benutze, bearbeite, damit sie wieder einsatzbereit ist. Denn unsere Rähmchen, unsere Waben sind unser Hauptarbeitsmittel und darauf müssen wir besonders viel Wert legen. Also viel Spaß beim Schauen. Und feuert der Ofen derweil, bis der Kessel voll heiß ist. In der Zwischenzeit, um effektiv zu arbeiten, werden diese Waben gereinigt. Das ist so die Zeit, wo ich sie langsam raustue. Die könnte man nochmal ins Volk tun. Aber ich mache sie schon sauber. Wir haben jetzt minus 5 Grad. Da lässt sich das wunderbar machen. Dieser Wachs springt regelrecht von dieser Kunststofffarbe herunter. Und im Nu ist diese Wabe befreit vom Wachs. Diese Sachen waschen wir dann nur noch aus. Und in diesen steckt nicht mehr viel Wachs drin, sodass sich das Ausschmelzen eigentlich nicht wirklich. Die Waben werden vorsortiert, leicht verschmutzte Waben wie diese zum Beispiel, kommen als erstes in den Waschgang. Stark verschmutzte Waben wie diese zum Beispiel kommen als letzter Gang. Das Wasser kocht fast. Und jetzt kommt in den Wassertrog entweder ganz normales Vollwaschmittel zum Reinigen der Waben oder, was ich ganz gerne nehme, der Reiniger für Imker. Er ist keimhemmend und desinfizierend. Pro 100 Liter, 1 bis 2 Flaschen. Ich gieße in diesen Behälter davon 2 hinein. Nun beginnen wir den Reinigungsgang. Ganz wichtig, Handschuhe, Schürze, eine Bürste. Und eine kleine Drahtbürste. Und schon
sind die Wappen sauber, nur noch gespült werden ordentlich und schon sind sie einfach.